Zu unserem heutigen Webinar Open BIM mit Allplan und Nova AFA. Mein Name ist Felix Leonhardt und ich bin bei Allplan verantwortlich für den Bereich des technischen Vertriebs und des Trainings und freue mich sehr, Ihnen heute gemeinsam mit Felix Grau, Geschäftsführer der Nova Building IT GmbH, den Open BIM Workflow zwischen unseren beiden Anwendungen vorzustellen. Ja, auch ich freue mich. Hallo in die Runde. Felix, vielen Dank. Bin ganz gespannt, was wir in unserem ersten gemeinsamen Webinar heute so Spannendes zeigen können. Let's go. Ja, wir legen los. Bevor wir in die Agenda einsteigen und dann natürlich direkt in die Applikation, würde ich ganz kurz noch ein, zwei Worte zu den jeweiligen Unternehmen sagen. Ich starte mal entsprechend hier mit Allplan. Allplan, Teil der Nemetschek-Gruppe, international tätiges Unternehmen, ja, mit inzwischen mehr als 650 Mitarbeitern in mehr als 10 Ländern. Insgesamt über 240.000 Anwender weltweit, ja, und ein sehr starkes Partnernetzwerk. Der Fokus liegt bei uns auf Modellierungssoftware, BIM-Software für Architekten und Ingenieure, ja, sowohl im Hochbau als auch im Infrastrukturbau. Und natürlich zusätzlich das Thema der Koordination, der Kollaboration zwischen den jeweiligen Projektpartnern. Ja, gerne auch von meiner Seite zwei, drei kurze Sätze zu unserem Unternehmen. Wir sind ansässig hier in Hessen, in der Nähe von Darmstadt, sind ein Spin-off der Architect Software GmbH, gegründet in 2014. Allerdings steckt da schon wirklich viel mehr Know-how drin. Wir sind seit den 90er Jahren mit Baukostenmanagementsystemen befasst. Aktuell 16 feste Mitarbeiter. Unser Netzwerk wächst, gerade in Sachen BIM und GAP. Das sind so die beiden wichtigen Normen und Regelungen, die wir in unseren Prozessen unterstützen. Ja, und unser Terrain ist die Digitalisierung des Bauwesens, spezialisiert über Cloud-basierte Anwendungen und gerade auch in dem Bereich BIM 5D, wo wir anhand von Bauwerksmodellen den Bauprozess insgesamt abbilden wollen. So viel dazu, danke. Super, danke dir. Genau, dann schmeißen wir nochmal einen Blick gemeinsam auf die Agenda für heute. Punkt 1, wir schauen uns an, wie sieht denn IFC-konforme Modellierung in Allplan aus und wie kann ich entsprechend Daten exportieren. IFC ist letztlich bei OpenBIM-Prozessen natürlich das Hauptdatenformat, mit dem man Daten untereinander austauschen kann. Von daher natürlich wichtig, dass das, was ich in Allplan modelliere, auch IFC-konform ausgegeben werden kann. Punkt 2, wir sehen uns an, wie so eine IFC-Datei in Nova AFA importiert werden kann und dort entsprechend dargestellt wird. Punkt 3, wie nutze ich die importierten Daten in Nova AFA, um eine Kostenschätzung und eine Kostenberechnung zu erzeugen? Ja. Und Punkt 4, auch das schauen wir uns an, was passiert eigentlich, wenn ich meine Daten natürlich im Projektverlauf fortschreibe? Das heißt, es gibt Änderungen und ich möchte diese Änderungen möglichst einfach natürlich wieder übergeben. Punkt 5, sollten wir nicht alle Fragen schon parallel im Chat beantworten, haben wir da noch einen kurzen Zeitpunkt vorgesehen. Ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt. Ich übertrage meinen Bildschirm, fange dann mit Allplan entsprechend an. So. Genau. Mein Bildschirm sollte jetzt zu sehen sein. Entsprechend habe ich Allplan geöffnet. In Allplan habe ich ein Projekt geöffnet und möchte jetzt einfach mal ein paar Punkte durchgehen, die Relevanz haben, wenn man sich mit dem Thema IFC-konforme Modellierung beschäftigt. Es gibt da eigentlich drei Bereiche. Erstmal grundsätzlich die Struktur eines Projektes oder Modells. Ja, wie strukturiere ich? Ja, wie ist das Ganze aufgebaut? Dann das Thema, wie typisiere oder klassifiziere ich meine Modellelemente, meine Bauteile? Und drittens, wie attribuiere ich? Ja, das sind eigentlich so die drei wesentlichen Bestandteile. Und fangen wir mal mit dem ersten Teil an, der Struktur. Wie funktioniert das in Allplan? In Allplan ist es so, für die Strukturierung eines Projektes habe ich eine super Möglichkeit. Das ist die Bauwerkstruktur. Ja, ich habe die jetzt mal hier geöffnet und mein Projekt ist sozusagen strukturiert und zwar IFC-konform.
Ja, ich habe eine Liegenschaft, ich habe ein Gebäude und ich habe entsprechende Geschosse. Ja, und alle Daten, die ich modelliert habe, sind entsprechend hier den jeweiligen Stufen zugeordnet. Ja, das ermöglicht mir natürlich dann später auch eine IFC-Ausgabe, ja, und zwar eine Ausgabe, die dann entsprechend in anderen Anwendungen auch genauso interpretiert werden kann. Ja, das heißt, da gibt es dann kein Durcheinander, wo befinden sich denn eigentlich die Elemente oder Bauteile, sondern sie sind klar zugewiesen. Ja. Kann sich das jetzt auch hier mal anschauen. Ich schalte jetzt einfach mal ganz kurz alles aus und schalte jetzt erstmal nur ein Geschoss ein, ja, also eine Strukturstufe von meiner Bauwerkstruktur und schau mal, was sich dann entsprechend hier tut. Ja, ich sehe jetzt direkt hier in dem Fall nur noch ein Geschoss, ja, mit den architektonischen Bauteilen bzw. Elementen, aber auch sehe ich in dem Fall, haben wir jetzt noch mal ein bisschen mehr vorbereitet, auch beispielsweise Bewehrungseisen, die hier aus den tragenden Wänden oder aus den Stützen rausschauen. Ja. Das ist aber alles das, was jetzt momentan im Erdgeschoss zugewiesen ist. Ja. Und kann bei der Übernahme per IFC natürlich in der anderen Applikation auch entsprechend dort zugeordnet werden. Ja. Ich gehe noch mal ganz kurz die Bauwerkstruktur rein und zeige das. Zusätzlich dazu, dass ich letztlich diese klassischen Stufen Liegenschaft, Gebäude, Geschoss habe, kann ich in Allplan weitere Unterkategorien bilden. Man sieht das hier beispielsweise Bauteile, ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig differenziert, ja, aber Bodendecke beispielsweise habe ich schon mal separat gelegt in eine Gruppe und natürlich das Thema Schalung und Bewehrung. Ja. Sind in vielen Projekten natürlich Themen, die separat bearbeitet werden, ne, von unterschiedlichen Unternehmen, aber in dem Fall jetzt einfach mal gemeinsam kombiniert. Ja, das sind alles Funktionen, die ich natürlich in Allplan habe. Ich lade jetzt noch mal ganz kurz hier einen Favoriten und stelle mir mal wieder das gesamte Modell ein. Und dann gucken wir uns mal den zweiten Themenbereich an, den ich schon angesprochen habe, und das ist die Typisierung bzw. Klassifizierung, ja, eines solchen Projektes. Welche Möglichkeiten habe ich hier? Auch da gibt es ein sehr mächtiges Werkzeug, und zwar ist das entsprechend hier verfügbar. Das ist der Objektmanager. Der ermöglicht es mir, mein Projekt, ja, unabhängig jetzt auch erstmal von dieser Struktur, die ich gezeigt habe, nach unterschiedlichen Objekttypen, ja, oder Klassifizierungen zu durchsuchen. Ja, ich habe ihn jetzt mal hier auf den Allplantyp eingestellt, kann ich grundsätzlich auch auf alle möglichen anderen Eigenschaften. Ja. Und was kann ich hier tun? Hier kann ich mir erstmal anschauen, ich schalte alles mal aus, ja, und sage, mich interessieren beispielsweise jetzt erstmal nur Türen. Ja. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, in meinem Projekt, ja, die Bauteile nach ihren Typen ein- und auszuschalten. Und das ist natürlich relevant, weil auch später, ja, in der Ausschreibungssoftware möchte ich dort entsprechend differenzieren. Ja. Und weitere Beispiele sind natürlich hier beispielsweise Fenster. Ja. Das heißt, das sind alles keine simplen Objekte, sondern die wissen ganz genau, was sie sind, ja, und ich kann diese Logik natürlich dann im weiteren Verlauf nutzen. Ich aktiviere jetzt noch mal ganz kurz ein weiteres Bauteil, und zwar die Stütze zum Beispiel. Hier ist es genauso. Auch das sind jetzt alles Bauteile, die entsprechend klassifiziert sind als Stütze. Ja, und jetzt kommen wir zu dem dritten relevanten Bereich, um den es geht, wenn ich IFC-konform modellieren möchte. Das sind die Attribute. Ja, ich sehe hier verschiedenste Stützen. Das ist alles soweit korrekt. Da sind rechteckige Stützen, da sind runde Stützen dabei. Ja, letztlich wird es bei mir aber hier erstmal zusammengefasst als Stütze, was ja auch als grober Typ vollkommen okay ist. In der späteren Bearbeitung möchte ich natürlich aber weiter differenzieren, ja, und dazu gibt es dann entsprechend an allen Elementen hier entsprechende Attribute. Ja, und das gucken wir uns mal kurz an, welche Möglichkeit es da gibt. Und zwar, wenn ich so eine Stütze beispielsweise auswähle und hier mal auf Attribute modifizieren gehe, ja, bekomme ich einen Dialog angezeigt,
In dem werden mir alle Attribute dargestellt. Ja, ich kann den auch hier oben kurz zuklappen. Ja, dann ist er ein bisschen übersichtlicher. Und schauen wir mal, was es da alles gibt. Als Einstieg gibt es hier immer ein Attribute-Set. Ja, das sind die sogenannten Common, also Property-Sets, ja, in dem Fall für eine Stütze, auf Englisch Column. Das sind quasi Attribute, auf die hat man sich wirklich global geeinigt. Ja, das heißt, beim IFC-Export ist ganz klar definiert, dass es diesen Property-Set mit diesen Attributen gibt. Und da steht natürlich schon viel Spannendes drin, was ich in der späteren Ausschreibung brauchen kann. Ja. Zusätzlich gibt es weitere solche definierten Property-Sets, zum Beispiel die QTO, ja, für Quantity Takeoff Property Sets. Auch die werden von Allplan entsprechend geschrieben, wenn man Export aktiviert, ja, und stehen dann entsprechend zur Verfügung. Weitere Attribute, die ich hier auch noch sehe, unter Klassifizierung beispielsweise, ist ja der entsprechende IFC-Typ, also in dem Fall bei Stütze IFC-Column. Ja. Und natürlich alle weiteren Attribute wie Geometrie etc. Ja. Gehen wir hier mal raus. Und ich möchte noch mal ein, zwei andere Beispiele zeigen. Zum Beispiel als nächsten Punkt mal bei den Wänden. Auch die kann ich mir entsprechend hier wieder aktivieren. Ich sehe, es gibt natürlich jede Menge Wände in diesem Gebäude, aber natürlich auch sehr unterschiedliche. Ja, ich habe Außenwände, ich habe Innenwände, tragend, Trockenbau, und nehme mir einfach mal hier ein Beispiel raus. So eine Wand. Ja. Rechte Maustaste, Attribute modifizieren und schau mir mal an, wie dort entsprechend die Attribuierung aussieht. Auch hier habe ich die Möglichkeit, erstmal zuzuklappen, und es verschafft mir erstmal einen gewissen Überblick. Ja, ich sehe, ich habe eine Gesamtwand, ja, und dort auch wieder ein entsprechendes Common Property Set mit den wesentlichen Grundinformationen. Ja, ich habe eine Klassifizierung und ich habe aber in dem Fall auch entsprechende Wandschichten. Das heißt, das ist jetzt eine Wand, die ist aus einzelnen Schichten aufgebaut, ist natürlich fürs Modellieren sehr praktisch. Ja. Für die spätere Ausschreibung, Auswertung muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie ich damit umgehe. Gibt es mehrere Möglichkeiten beim IFC-Export, kommen wir gleich noch drauf, ja, wie ich das ausgeben kann. Aber wichtig ist erstmal, die Daten müssen da sein. Und ich sehe jetzt beispielsweise, für jede dieser Schichten habe ich entsprechend hier beispielsweise hinterlegt, um was für ein Material es sich handelt. Ja, ich habe jetzt hier doppelt beplankte Trockenbauwände, jeweils zweimal Gipskarton. Ja, und in der Mitte habe ich dann entsprechend hier eine Dämmung. Ja, also das ist ein Beispiel für mehrschichtige Bauteile in Allplan. Ja, dort habe ich diese Darstellung, ja, gegenüber der Stütze, die in dem Fall einfach nur ein Objekt, eine Schicht ist. Als weiteres Objekt, was sich dann auch noch mal ein bisschen anders darstellt, ja, aber sinnigerweise, schalte ich hier noch mal die Wände entsprechend aus und gehe entsprechend hier auf Räume. Ja. So, genau. Bei Räumen ist es so, ich sehe hier, wenn ich drüber fahre, entsprechend den kompletten Raum, ja, mit in dem Fall auch den Elementen, die hier auch betroffen sind und sich darin befinden, ja, weil sie beispielsweise den entsprechenden Ausbau beeinflussen. Wenn ich dort drauf gehe mit der rechten Maus und einmal Attribute modifizieren, ja, bekomme ich entsprechend diese Darstellung. Ja, auch hier kurz der Überblick. Ähnlich wie wir es schon gesehen haben, es gibt wieder ein Attributset, Space Common, ja, mit den ganz grundlegenden Informationen, die Klassifizierung, die Geometrien, ganz klar. Und natürlich aber auch zusätzlich hier, und das ist auch ein ganz starker Mehrwert von Allplan, bei der Modellierung habe ich die Möglichkeit, an einem Raum wirklich raumbezogen, ja, die Ausbauflächen zu definieren. In dem Fall zum Beispiel die Seitenfläche, die Bodenfläche oder die entsprechenden Sockelleisten. Ja. Das sind jetzt in dem Sinne keine Schichten wie bei der Wand, aber es sind entsprechend dann die Ausbauflächen, die man in Allplan definieren kann, ja, ohne dass man sie zusätzlich nochmal zeichnen muss. Ja. Die Möglichkeit wirklich auch Ausbauflächen nochmal on top zu zeichnen, ist natürlich auch gegeben. Ja, aber in den meisten Fällen ist das schon mal die schnellste Möglichkeit, den Ausbau zu definieren. Okay. Genau, das waren jetzt mal ein paar Beispiele. Ja, wie gesagt, von der Strukturierung über die Typisierung zur Attribuierung. Ja, und all das sind wichtige Themen, die man
im Projekt haben muss, die man beachten sollte, wenn man entsprechend die Daten per IFC austauschen möchte. Der letzte Schritt, um jetzt diese Daten auch entsprechend zur Verfügung zu stellen, der ist der, dass ich die Daten exportiere. Da habe ich die Möglichkeit, entsprechend hier in Altplan auf Exportieren zu gehen, dort auf IFC-Daten zu exportieren. Ja. Hier gibt es natürlich auch wieder diverse Einstellungsmöglichkeiten und je nach Projektsituation können hier unterschiedliche passend sein. Ich gehe jetzt einfach mal auf ein, zwei Beispiele ein. Ja. In unserem Fall können wir wählen, dass wir die momentan geladenen Teilbilder exportieren möchten. Ja, das wäre jetzt in dem Fall wirklich nur die Räume. Alternativ habe ich die Möglichkeit, hier aus der Bauwerkstruktur alles zu aktivieren. Ja. Das hängt einfach davon ab, möchte ich komplett die Daten übergeben oder möchte ich jetzt erstmal nur kleine Einzelauswertungen fahren. Ja. Beim Austauschprofil wählen wir jetzt IFC4 Standard Export und gucken uns aber trotzdem nochmal die entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten an. In unserem Fall ist das Thema Koordinaten und Längenparameter nicht relevant. Ja. Wir gucken uns an, was für Möglichkeiten ich hier habe im Bereich der Elementfilter. Hier kann ich nochmal unabhängig von den gewählten Strukturstufen sagen, ich möchte nur ganz bestimmte Typen, ja, wir haben es vorhin kennengelernt, exportieren, ja, weil sie beispielsweise in meinem ganzen Projekt entsprechend verteilt sind. Ja. Da habe ich dann die Möglichkeit zu definieren, beispielsweise, ich möchte nur Wände und Stützen. Ich möchte nur Bewehrung exportieren, haben wir vorhin gesehen. Ja, Bewehrung ist ja auch vorhanden und kann natürlich auch ausgewertet werden in der Ausschreibung. Da hätte ich die Möglichkeit, beispielsweise hier entsprechend im Ingenieurbau nur die Bewehrung zu aktivieren und alles andere inaktiv zu schalten. Im Bereich Geometrie gibt es mehrere Möglichkeiten, hier noch Einfluss zu nehmen. In den meisten Fällen bietet sie sich an, hier oben diese Option zu nutzen, extrudiert plus B-Rack Geometrie. Ja. Und zusätzlich hier unten, ganz wichtiger Punkt natürlich, das Thema Mengendaten übergeben aktivieren. Ja. Nur so werden entsprechend die vorhin angesprochenen QTO-Property-Sets geschrieben. Ja. Und ja, zuletzt natürlich auch noch die Anzahl der Nachkommastellen kann ich hier ganz einfach definieren. Hier in dem Bereich der erweiterten Optionen gibt es jetzt noch mal ein paar interessante Möglichkeiten. Insbesondere das Thema der mehrschichtigen Bauteile. Wir haben es vorhin gesehen, das war eine Wand mit mehreren Schichten. Und ich kann jetzt beim Export steuern, wie ich diese Daten ausgeben möchte. Als ein Element in der IFC-Datei, an dem beispielsweise alle Informationen der Schichten als Attribute dranstehen oder als eigenständige Elemente. Ja, das hängt jeweils davon ab, wie ich das entsprechend auswerten möchte, in der Ausschreibungssoftware. Wir lassen es jetzt erstmal so, wie es standardmäßig ist. Ja, aber Nova AFA unterstützt da eigentlich alle Optionen, die wir hier auch anbieten. Genau. Und zuletzt gibt es noch die Möglichkeit, hier ein Attributmapping zu definieren für die Fälle, wo gewisse Attribute in Altplan entsprechend anders heißen, als sie entsprechend bei der Ausgabe zur Verfügung stehen sollen. Ja. Gut. Wenn ich das alles entsprechend eingestellt habe, kann ich meinen IFC-Export starten und anschließend natürlich die IFC-Datei an meinen Projektpartner übergeben, beispielsweise Austausch über BIM Plus, das ist im Fall unsere Koordinationsplattform. Aber für so ein Projekt sind die Daten nicht allzu groß. Ja, wenn man die entsprechend in ein Archiv packt, ist das in Teilen auch möglich, die auf direktem Wege auszutauschen. Okay, dann würde ich jetzt an dich übergeben, Felix. Ja, super. Vielen Dank, Felix. Das ist informativ und ich sehe schon, dass man bei euch in Altplan die Bauwerksmodelle über die entsprechenden Typisierungen, Attribuierungen sehr detailliert mit Informationen anreichern kann, die natürlich dann sehr nützlich sind, um in Nova AFA zu plausiblen Kostenschätzungen, Kostenberechnungen dann herangezogen werden zu können. Wie das funktioniert, wollen wir uns jetzt mal anschauen. Vielleicht zwei, drei Worte noch vorab. Ihr seht alle hier den Login-Screen von Nova AFA.
handelt sich hierbei um eine reine Webanwendung. Das bedeutet, man kann mit Nova AFA von egal wo zu egal welcher Uhrzeit, von egal welchem Endgerät, mit egal welchem Browser arbeiten. Mit der Anmeldung lande ich hier aufgrund meiner Benutzerkennung dann auf dem Dashboard. Das Dashboard ist eine Art Schaltzentrale. Von hier aus erreiche ich alle wichtigen Bereiche, meine Projektliste, meine Adresse und Kontakte. Wir springen gleich mal in die Liste der Projekte rein. Und in Vorbereitung zum Webinar heute habe ich natürlich schon ein Projekt angelegt. Das öffnen wir mal und befinden uns jetzt hier, das erkennt man in der Sidebar auf der linken Seite, zunächst im Bereich BIM. Der Import eines Modells funktioniert hier über den Schalter 3D-Modell importieren und Nova AFA unterstützt dabei die IFC-Formate 2x3 und das IFC-Format 4. Und die jetzt von Felix ausgespielten Daten habe ich im Vorfeld hier schon mal auch importiert. Der Import einer entsprechenden Datei dauert 3 bis 4 Minuten. Um die Zeit zu sparen, zeige ich euch, wie es nach dem Import direkt aussieht. Ich öffne dazu den Viewer und hier kriegen wir jetzt eine Sicht auf das Bauwerksmodell, hier im Fall das Office-Modell aus Altplan. Ihr seht, es schaut quasi genauso aus wie in Altplan selbst. Ich kann das Modell drehen, ich kann es kippen, ich kann es verschieben und ich habe mit dem Klick, zeige das mal hier, auf eines der selektierten Bauteile, hier im rechten Teil, dann das sogenannte Eigenschaftenfenster. Und hier finden wir alle Informationen, die Altplan jetzt zum selektierten Objekt ausgespielt hat, dann wieder. Das ist einmal das Thema, was für ein Bauelement bin ich überhaupt? Ich bin eine Wand. Ich bin eine Außenwand. Ich bin eine tragende Wand. Und ich habe folgende Abmessungen mit Bezug zur Stärke der Wand, zur Höhe der Wand, die Flächen, die Volumina der Wand. Und hier unten bei den Altplan-Attributen noch eine ganze Reihe von Informationen mehr, die also verlustfrei über den IFC-Import hier in Nova AFA eingespielt werden. Diese Parameter oder Eigenschaften kann ich nutzen, um jetzt Bauteile zu filtern. Wir machen das mal. Ich tippe hier zunächst mal auf den Elementtyp Wand. Sobald ich das getan habe, zeigt mir der Viewer nur noch genau die Bauteile, die vom Elementtyp Wand sind. Tippe ich mal auf eine der Innenwände und wähle als nächsten Selektionsparameter aus Innenwand, also Außenwand falsch, muss eine Innenwand sein, dann habe ich einen Blick auf die Innenwände. Ich aktiviere erneut eine Innenwand und sage, gib mir jetzt doch bitte nur noch die Innenwände, die von einem bestimmten Materialtyp sind. Und so erhalte ich für dieses Projekt und auch in Folgeprojekten über einen Filter immer die Sicht auf die Bauteile, die mich gerade interessieren. Wie man einen solchen Filter anlegt, zeige ich. Dazu aktiviere ich hier rechts in der Eigenschaftenkarte den Reiter Filter und klicke hier auf das kleine Plus. Und es öffnet sich ein Dialog, in dem ich jetzt hier den Filter bezeichnen kann. Ich nenne den einfach mal Trennwand RA02. Ein Filter besteht aus Bedingungen, die vom Programm durchlaufen werden, um die richtigen Bauteile zu finden. Kurz zu den Bedingungen, die hier gelistet sind. Zunächst einmal werden alle Bauteile eingeblendet. Es werden alle in den Viewer hinzugefügt. Dann habe ich durch meinen Klick auf den Bauteil auf den Elementtyp Wand habe ich bestimmt, dass nur noch Wände übrig bleiben sollen, denn alle anderen Objekte werden entfernt. In einem dritten Schritt habe ich dann gesagt, ich möchte nur Innenwände behalten. Alle anderen werden entfernt. Und zu guter Letzt habe ich noch das Material bestimmt. Und diesen Filter, dem ich jetzt hier noch einem eigenen Label zuordne, nämlich dem Ausbau, kann ich jetzt speichern. Der taucht dann hier entsprechend in meiner Rubrik der Ausbaufilter auf. Ich setze mal die Sicht auf alle Objekte zurück. Jetzt habe ich wieder alle Bauteile hier im Blick. Und sobald ich den Filter einfach anklicke, habe ich sofort dann den entsprechenden Blick auf die Bauteile, die den Kriterien des Filters genügen. Wir können uns mal noch 2, 3 weitere Filter anschauen. Zum Beispiel gibt es hier einen Filter für Innentüren, zweiflügelig, für die Innentüren Standard. Dann haben wir hier im Bereich des Rohbaus haben wir Filter für Decken erzeugt, wir haben Filter für Einzelfundamente und wir haben auch die Filter für Stützen, zum Beispiel für eckige Stützen und für runde Stützen. Hierbei bei diesen Filtern, ich will es kurz nochmal zeigen, haben wir entsprechende Parameter, die jetzt hier wiederum von Altplan, so wie Felix das vorhin gezeigt hat, dann gesetzt werden, die wir für die Auswertung, sprich die Filterung und später natürlich auch die Kostenbemusterung von Bauteilen nutzen können. Zu der Kostenplanung.
Im nächsten Schritt, nachdem wir jetzt also einen Blick auf das Modell als solches erhalten haben, können wir nun dieses Modell nutzen, um eine erste Kostenschätzung zu machen. Ich gebe dem Kind einen Namen, das ist die Kostenschätzung für die entsprechende Version meines Gebäudemodells, speichere den Eintrag und jetzt wird hier im Projekt in der Rubrik Kostenplanung ein erster Eintrag erzeugt. Hier können mehrere Kostenplanungen natürlich liegen und mit einem Klick starte ich die entsprechende tabellarische Darstellung. Ich klappe mal die Sidebar ein bisschen nach links, dann haben wir eine größere Übersicht und werde zunächst einmal jetzt hier die Struktur zeigen. Und man erkennt hier, es ist genau die Bauwerksstruktur, die Felix in Altplan gezeigt hat. Wir haben also die Liegenschaft oder das Gelände. Auf dem Gelände steht ein oder mehrere Gebäude. Das Gebäude selbst ist dann in Geschosse untergliedert. Und in den Geschossen selbst finden wir dann in Nova AFA die sogenannten Bauteilgruppen. Ich will mal den Viewer noch mit in die Ansicht holen. Der steht mir hier natürlich im Rahmen der Kostenplanung auch zur Verfügung. Ich ziehe den gerade mal beiseite. Jetzt wird das Modell wieder hier reingeladen. Und sobald ich jetzt einen Klick auf eine der Bauteilgruppen, zum Beispiel auf die Stützen im Geschoss 2 ausführe, dann werden im Viewer die entsprechenden Bauteile, die jetzt getroffen werden, natürlich gehighlightet. Ich zeige das nochmal am Beispiel der Wände. Und dann finde ich die entsprechenden Wände im Geschoss. Also immer eine Verbindung zwischen den Informationen, die ich hier in der Tabelle habe, die ich für die Kostenplanung nutzen werde, und zum anderen der Bezug dann zu den entsprechenden Bauteilen im Viewer. Jetzt haben wir hier noch eine Einzelwand angeklickt. Ich muss gerade mal schauen, wo ich die finde. Genau, hier liegt sie unterhalb des Eigenschaftenfensters, hier rechts unten. Zum Zuordnen von Kosten oder Leistungen gibt es verschiedene Wege, die wir gehen können. Ich will es mal zunächst am Beispiel der Trennwände zeigen. Dazu aktiviere ich zunächst mal meinen Filter, den ich soeben erstellt habe hier. Klicke einfach drauf und habe jetzt die entsprechenden Trockenbauwände in der Ansicht. Eine Variante ist die, dass man sich jetzt für die Zuordnung von Kosten auf externe Quellen stützt. Das kann zum Beispiel sein ein Fundus meiner eigenen LV-Position. Es kann ein Bezug zu Nova Smart Pool hergestellt werden, das zeige ich gleich. Oder wir können aber auch zum Beispiel auf die Bibliothek von DBDBIM zugreifen. Ich starte mal DBDBIM. Jetzt wird hier das entsprechende Anwendungsfenster von DBDBIM geladen in Nova AFA. Und jetzt kann ich hier aufgrund der bereits erfolgten Vorschläge, denn Nova AFA liefert an DBDBIM, um welchen Elementtyp es sich handelt, um eine Wand. Also kriege ich hier bei DBDBIM auch schon entsprechend eine Vorsortierung auf Wände. Und wir sind im Bereich der Innenwandkonstruktion. Da springe ich einen Step weiter, suche jetzt hier bei den Innenwandkonstruktionen, was es da entsprechend an Kostenelementen gibt. Guck mal hier in den Vorlagen. Und dann haben wir im Bereich der Trockenbauarbeiten hier Innenwände aus entsprechenden Gipsbauteilen. Dann können wir mal gucken, dass wir vielleicht beidseitig, genau, das passt gut zum Beispiel, uns was aussuchen. Hier drüben kann ich dann noch entsprechende, ich will gerade noch mal zeigen, dass man hier auch parallel natürlich im Viewer arbeiten kann. Hier habe ich eine Stärke der Trockenbauwand von 15 cm und die Dicke der Wandkonstruktion, die stelle ich dann in DBDBIM entsprechend ein auf die 0,15 Meter, so dass ich dann gleich bei den Leistungen, die zugeordnet werden, die richtigen Abmessungen bekomme. Die Leistungen selbst, die jetzt zur Herstellung dieser Trockenbauwand erforderlich sind, die werden mir in DBDBIM hier entsprechend angezeigt. Das sind also drei Leistungen. Einmal die Trennwand, die nicht tragende, der Putz und die Erstbeschichtung. Die kann ich als solche mal hier ins System übernehmen. Und finde nun bei den entsprechenden Wänden, wenn wir gerade den Viewer ein bisschen beiseite nehmen, die von DBDBIM, jetzt kommenden Leistungen, die mit dem Bauteil verknüpft wurden. Die Mengen, die wir an jeder Leistung hier finden, die leiten sich ab aus den Abmessungen oder den Geometrien, die ja von Altplan für jedes Bauteil dann über den entsprechenden Schalter beim Export mitgeliefert wurden. In Verbindung mit einem Einheitspreis der Leistung führt das natürlich dann zu Gesamtkosten der Leistung zur Herstellung des betroffenen Bauteiles, in dem ich mich gerade bewege, zu den Kosten des Bauteiles und das wird dann hochsummiert auf die entsprechenden Kosten der Wände im Geschoss, aufs Geschoss und bis ins Projekt insgesamt. Kann man jetzt hier noch nicht erkennen, denn ich habe lediglich eine einzige Wand bemustert.
Um das jetzt nicht bei jeder Wand erneut durchführen zu müssen, gehe ich einen relativ eleganten Weg. Ich sage, dass ich die Informationen, die ich jetzt hier an dieser einen Wand definiert habe, in einem sogenannten Kostenelement speichern möchte. Das Kostenelement selbst fasst jetzt diese drei Leistungen zusammen und kann verknüpft werden mit einem Filter. Sinnvollerweise nehmen wir da den Filter, den wir vorhin erstellt haben. Das ist die Trennwand RA02. Geben dem Kostenelement einen Namen. Ich nenne es ähnlich. Dann passt das gut zusammen. RA02 und speichere das Kostenelement. Es kriegt auch noch ein Label. Und zwar sind wir hier im Bereich Ausbau und speichere die Informationen im Formular. So, wie kann ich jetzt das Kostenelement anwenden? Relativ leichte Sache. Ich gehe auf Bearbeiten, Kostenelemente zuordnen und kann nun hier einmal in der Liste meiner Kostenelemente, die es schon gibt, filtern, zum Beispiel auf Ausbau. Muss gerade mal schauen, wahrscheinlich beim Speichern des Labels kurz vertan. Guck mal direkt hier, da ist es genau, ich hatte das Label nicht gespeichert. Hier finde ich jetzt das Kostenelement wieder in der Liste mit den drei Leistungen, die von DBDBIM übertragen wurden. Und sobald ich in der Liste der Kostenelemente das Kostenelement als solches anhake, dann sehe ich auch hier drüben im Viewer wieder genau, welche Bauteile denn jetzt von der Zuordnung dieser Kosten über welche Mengenvariablen dann betroffen sein werden. Ich tippe einfach mal auf Übernehmen. Und jetzt durchläuft Nova AFA aufgrund des Filters das Gebäudemodell und ordnet dann die entsprechenden Kosten zu den über den Filter getroffenen Bauteilen zu. Im Ergebnis schaut es dann so aus, dass ich an allen Trockenbauwänden über die entsprechenden Abmessungen die richtige Mengenermittlung bekomme und in Verbindung mit den Schätzkosten dann direkt hier für die Teilleistung, fürs Bauteil, für die Bauteilgruppe im Geschoss und das Geschoss sowie das Projekt insgesamt die Kosten bekomme. Ich will mal noch ein weiteres Beispiel ganz kurz zeigen, und zwar nun hier mit Bezug zu den Stützen. Ich werde noch mal alle Objekte hier in den Viewer einblenden und über den Filter der runden Stützen gehen. Aktiviere ich, suche mir eine der runden Stützen hier aus und werde nun zur Zuordnung von Kosten über den Nova Smart Pool gehen. Der Nova Smart Pool ist, wenn man so will, eine Art gesammeltes Wissen unserer Anwender-Community. Das gerade mal hier ein bisschen beiseite ziehen. Und wir suchen für die Ausführung von Leistungen zur Herstellung der Stütze mal nach Schalung Stütze rund. Bekommen da insgesamt knapp 40 Treffer angezeigt. Und jetzt habe ich hier Leistungen, die in Nova AFA in sogenannte Vertrags-LVs überführt wurden. Das bedeutet, dass der Leistungsbeschrieb schon mal mindestens zwei Befürworter hat, nämlich zum einen denjenigen, der den Auftrag vergeben hat und zum anderen denjenigen, der den Auftrag angenommen hat. Das heißt, die Leistungen, die im Nova Smart Pool drinstecken, sind marktechte Leistungen mit marktechten Preisen. Das kann man hier unten sehen. Das sind die jeweiligen Auftragspreise, die bei Vertragsabschluss dann vereinbart wurden. Und dann finde ich hier entsprechende Vorschläge, die ich dann auch als solche in die Kostenplanung für die Bemusterung des Bauteiles zuordnen kann. Wir gucken mal hier unten, wollen wir noch was mehr finden. Ja, die da, die gefällt mir gut. Schalungsstütze rund, übernehme ich in die Kostenplanung. Wir brauchen nicht nur eine Schalung, wir brauchen auch einen Ortbeton für die Stütze. Dazu lasse ich einfach den Nova Smart Pool auf und suche hier mal nach Ortbetonstütze. Die entsprechende Recherche liefert mir jetzt über 700 Treffer an. Ortbetonstütze. Ja, mal gucken mal hier, ob die passt. Ja. Gucken mal vielleicht, dass wir hier nach Kubikmeter abrechnen. Ortbetonfundamente. Die geht nach Quadratmetern, das passt aber auch. Dann nehmen wir als Bezugsgröße dann eben die Abmessung nach Quadratmetern. Die beiden Leistungen, die ich jetzt aus dem Nova Smart Pool zugeordnet habe, werden nun zum einen über die Mengenvariable äußere Fläche der Stütze hier über die dann die Mengenermittlung und bei dem Ortbeton, da nehme ich entsprechend wahrscheinlich dann doch das Volumen, das Nettovolumen, packe hier meine Abrechnungseinheit an
von Quadratmeter stelle ich das um auf Kubikmeter. Beim Preis, ja, da tippe ich mal einen eigenen Preis ein, der gefällt mir nicht, machen wir mal 400. Somit ermitteln sich die Kosten erneut. Ich werde jetzt weiterhin hier noch eine Zuordnung für die Stütze. Gucken wir mal nach den entsprechenden Zuordnungen für die DIN 276 treffen. Einmal Innenstützen und als Leistungsbereich ordne ich zu 013 Beton und Stahlbetonarbeiten. Auch diese Sammlung von Leistungen zur Herstellung der Stützen werde ich jetzt in einem Kostenelement speichern. Setze das einfach kurz nochmal ab. Gehe hier über einen entsprechenden Filter für Stützen rund. Das sind die hier, Stütze rund. Und das ist dann mein Kostenelement, Stütze rund. Tippe das hier schnell ein und hier, genau, fehlte vorhin noch ein Enter. Zack, jetzt ist es da, dann sieht man, wird der Rohbau auch blau und dann kann ich das speichern. Und jetzt gucken wir mal insgesamt nochmal in die Kostenelemente rein. Da gibt es jetzt hier, wenn wir nochmal gucken, in den Rohbau, jetzt eine ganze Reihe von Leistungen. Mein zuletzt erstelltes Kostenelement für die runden Stützen mit den beiden Leistungen aus dem Smart Pool. Und wenn ich die jetzt mal hier alle aktiviere und sage, übernimm doch bitte nun die entsprechenden Leistungen hier in die Kostenplanung, dann werden die Leistungen mit den Kostenelementen an die Bauteile geknüpft und ich erhalte in relativ kurzer Zeit, das dauert jetzt ein paar Sekunden, dann eben die ja, Kostenschätzung anhand der Filter, die mit dem Bauwerksmodell aus Allplan dann zusammenpassen. So, und wenn man das jetzt hier nochmal in die Gesamtansicht bringt, zeigt nochmal alle Objekte im Viewer. Den kann ich jetzt aber, by the way, auch schließen. Dann habe ich hier jetzt relativ schnell schon meine grobe Kostenschätzung im Bereich des Rohbaus sowie meiner Innenwand Trockenbauarbeiten hergestellt. Die hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, entsprechenden Zuordnungen zu der DIN 276 respektive zu den Leistungsbereichen versetzt mich jetzt in die Lage, diese Kostenschätzung hier zu übertragen in eine Sicht nach Kostengruppen der DIN. Ich zeige das gerade mal. Dazu generiere ich jetzt hier eine Schwesterkostenplanung. Die bekommt den Namen DIN 276 Office Version V1. Tippe hier auf Erstellen und jetzt wird ein sogenannter Nova Job gestartet. Das ist ein Hintergrundprozess, der ja, Dinge erledigt, bei denen ich nicht warten will. Sie sehen, ich kann also hier weiterarbeiten, ich kann die Kostenplanung verfeinern. Und sobald der Job fertig ist, sehe ich dann hier in der Liste der Jobs das Ergebnis und kann über einen entsprechenden Klick dann auch sofort in die Kostenplanung nach der Struktur der DIN 276 springen. Ich will das gerade mal hier in der Hierarchie ein bisschen zusammenklappen. Man erkennt also, dass wir die 2,4 Millionen jetzt auf der Kostengruppe für die Baukonstruktionen haben. Hier nochmal die entsprechende Untergliederung in ja, Fundamente, Flachgründungen und die anderen Gruppen, die wir adressiert hatten über unsere Kostenelemente für die tragenden Außenwände, für nicht tragende Außenwände mit den jeweiligen Leistungen und den Gesamtmengen, die sich wiederum zusammensetzen. Ich zeige es nochmal am entsprechenden Bauteil hier, dann aus den jeweiligen Einzelmengen der adressierten Bauteile. Nochmal ein Sprung zurück in die nach Bauwerksmodell strukturierte Kostenplanung, von welcher aus ich jetzt eben auch ein Leistungsverzeichnis generieren kann. Dieses beinhaltet jetzt von mir selektiv beeinflussbar verschiedene Leistungsbereiche. Und wir machen einfach mal Folgendes, dass wir vielleicht hier in diesem LV alle Gewerke, die wir haben, ausgeben in ein großes GU-LV und dann entsprechend erstellen. Eine andere Version wäre die, dass man sagt, dass man für jedes Gewerk ein eigenes Leistungsverzeichnis herstellen möchte. Ich habe das jetzt mal zusammengeführt. Ergebnis ist schon da. Ich öffne mal das LV und sobald ich hier den Browser-Tab aktiviere, man erkennt hier oben schon, man kann in verschiedenen Fenstern arbeiten in Nova AFA, habe ich jetzt ein ja, grob LV schon fertiggestellt mit den Leistungen, die ich in der Kostenplanung genutzt habe. Auch hier der Bezug zum 3D-Viewer. Ich ziehe den gerade mal hier auch auf die rechte Seite. Hier habe ich jetzt wieder das komplette Bauwerksmodell und sobald ich nun eine der Leistungen im Leistungsverzeichnis antippe, dann erkenne ich im Viewer direkt,
mit welchen Bauteilen diese Leistung verknüpft ist, das heißt, an welchen Bauteilen die Leistung ausgeführt werden muss. Gucken vielleicht mal hier im Bereich Schallung der Deckenplatten. Da kriegen wir natürlich dann ganz andere Bauteile angezeigt, nämlich die entsprechenden Decken, die geschallt werden müssen. Ja, so viel dazu. Ganz kurz zusammengefasst, was haben wir getan? Wir haben auf der Ebene der BIM-Modelle gesehen, dass man BIM-Modelle importieren kann, dass man über die Eigenschaften entsprechende Filter absetzen kann. Im Bereich der Kostenplanung habe ich gezeigt, wie man Kostenplanungen anlegt, wie man dort Bauteile bemustert bzw. Kostenplanungen dann ausspielt in die DIN 276 und in ein Leistungsverzeichnis. Ja, so viel dazu. Zurück an dich, Felix. Super, Felix, danke dir. Ja, wirklich beachtlich, welche Möglichkeiten da bestehen und das alles entsprechend auch in einer Browser-Applikation. Ich würde jetzt als nächsten Punkt auf unserer Agenda den Punkt 4 starten. Das heißt, ich teile kurz meinen Bildschirm und wir sehen entsprechend wieder das Gebäudemodell, mit dem wir uns schon vorhin beschäftigt haben. Und werde jetzt einfach nochmal ein paar Änderungen vornehmen. Ja, und dann schauen wir uns an, wenn diese Daten sozusagen wieder per IFC ausgegeben werden, wie kann ich diese Änderungen quasi in NovaAlpha entsprechend übernehmen? Ja, wie wird mir das dargestellt? Und ja, wie kann ich da die Aktualisierung eigentlich durchführen? Als Beispiel, ja, würde ich es so machen, dass wir jetzt im Erdgeschoss mal ein paar Änderungen vornehmen. Da machen wir es so, dass wir über die Bauwerkstruktur erstmal hier uns entsprechend nur noch das Erdgeschoss einschalten, in dem Fall mit den architektonischen Bauteilen und auch der Bewehrung der Stützen. Ich mache das mal. So. Dann habe ich einfach bessere Möglichkeiten, jetzt hier zu modifizieren, ne? Zusätzlich schalte ich nochmal alles aus, außer die Stützen und hier in dem Fall die sogenannten Python-Parts, die schalte ich nochmal ein. Die Bewehrung der Stützen ist in dem Fall hier über Python-Parts gelöst. Ich zeige das auch nochmal kurz in einer anderen Ansicht, ne? Da wird das nochmal ein bisschen besser deutlich. Ja, das heißt, die Bewehrung in diesen Stützen, hier sind entsprechende Python-Parts, was es mir ermöglicht, auf sehr schnelle Art und Weise hier größere Mengen an Stützen auch zu bewehren. Ja, genau. Ich schalte mal zurück. Und als erstes mache ich Folgendes. Bei den Python-Parts ist es so, ich kann die, wenn ich hier Änderungen vornehme, am einfachsten einfach mal alle aktivieren, ja, und entsprechend erstmal rausnehmen. So. Sind meine Stützen erstmal nicht mehr bewehrt, aber das kann ich auf ganz schnelle Art und Weise dann im Nachgang wieder tun, ja. Ich passe jetzt erstmal entsprechend die Stützen an. Ich sehe, ich habe hier zwei Arten von Stützen, hier die runden und dort unten entsprechend die eckigen. Wie kann ich das jetzt tun? Ja, relativ einfach, ein Altplan. Ich aktiviere jetzt hier oben aus der Action Bar die Funktion Architekturbauteileigenschaften übertragen. Ja, wähle mir eine Stütze aus und ändere dort entsprechend jetzt die Geometrie. Ja, in dem Fall setze ich das jetzt einfach mal geringfügig hoch, gehe auf OK. Und jetzt fragt mich Altplan entsprechend noch, auf welche anderen Bauteile möchte ich das denn übertragen? Ja, da wähle ich jetzt einfach mal alle aus, die da entsprechend von der Geometrie passen, bestätige das Ganze, ja, und Altplan aktualisiert mir entsprechend hier die Daten. Ja. So, sind die entsprechend verstärkt worden, alle runden Stützen in diesem Bereich. Jetzt mache ich das Ganze noch hier unten. Gleicher Befehl, Bauteileigenschaften auswählen. Wähle eine Stütze. Hier in dem Fall habe ich eine Breite, die ich erhöhe, eine Dicke, die ich erhöhe. Und anschließend wähle ich alle anderen Stützen aus. Rechte Maustaste, bestätige das Ganze. Schon werden entsprechend die Stützen verstärkt. Ja. So, was ich ja jetzt zu Beginn gemacht habe, ich habe die Bewehrung entfernt, also in dem Fall die Python-Parts, ja, und die möchte ich jetzt natürlich wieder ergänzen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich habe die Möglichkeit hier in der Altplan-Bibliothek
aus dem Bereich Standard, Python-Parts, automatische Bewährung, das Python-Part für die Stütze auszuwählen. Das mache ich jetzt. Hier gibt es diverse Möglichkeiten, ja, die ich einstellen kann, um entsprechend dann auch die Bewährung so zu definieren, wie ich sie benötige. Ja. Wir lassen jetzt in dem einfachen Fall jetzt erstmal die Voreinstellungen so, wie sie sind. Ja. Was ich als nächstes tun muss, ich markiere die entsprechenden Stützen, um die es geht. Mache ich hier. Und ich sehe schon hier entsprechend, wie die einzelnen Bewährungseisen entsprechend auftauchen in den Stützen. Ja. Wenn ich möchte, dass das, was ich jetzt hier definiert habe, so entsprechend bestehen bleibt, gehe ich anschließend hier auf Erstellen. Und dann sind die entsprechenden Python-Parts definiert, ja, und entsprechend die Eisen enthalten. Genau. Jetzt mal kurz schließen. Dann kann ich hier nochmal Darstellung machen. Kann man nochmal kurz in die entsprechende Ansicht wechseln. Ja. Hier kann ich entsprechend dann sehen, dass die Python-Parts platziert wurden. Das gleiche entsprechend kann ich natürlich hier drüben machen. Ja, ich starte nochmal das Python-Part für die Stützen. Auch hier lasse ich erstmal die Voreinstellungen stehen, wähle die Stützen aus und sehe auch hier werden entsprechend die Bewährungseisen verlegt. Ja, ich habe jetzt hier eine kleine Anschlussbewährung. Das kann ich entsprechend alles einstellen. Hier beispielsweise unter Allgemein die Deckendicke, ja, die Längsbewährung, die Bügel etc. Ja, also hier habe ich recht umfangreiche Möglichkeiten. Genau. Und zum Abschluss auch hier wieder, wenn das alles so passt, wie ich das möchte, gehe ich auf Erstellen. Kann ich jetzt auch mal hier entsprechend anhaken, dann kommt es nicht wieder hoch. Und jetzt werden die entsprechenden Bewährungseisen final erzeugt und stehen zur Verfügung. Ja, das heißt, ich habe jetzt entsprechend hier die Stützen verstärkt, ja, sowohl die runden als auch die eckigen, habe die Bewährung entsprechend neu eingeplant in diese Stützen, natürlich entsprechend mit neuer Geometrie, also da hat sich ein bisschen was getan, ja, sollte mehr Eisen werden und kann natürlich jetzt, wenn das jetzt hier beispielhaft meine Änderung ist, die ich im Projekt durchgeführt habe, diesen neuen Stand natürlich wieder übergeben. Ja. Wie kann ich das entsprechend tun? Klar, haben wir schon gesehen. Ich gehe auf IFC exportieren, ja, IFC-Daten exportieren und hier wieder entsprechend dieselben Einstellungen und Möglichkeiten, die wir vorhin schon gesehen haben. Ja. Häufig wird es natürlich so sein, dass diese Daten von unterschiedlichen Projektpartnern geliefert werden. Ja. Dort wäre es dann letztlich die Möglichkeit, hier natürlich bei den Einstellungen beispielsweise über die Elementfilter zu arbeiten und sagen, ich exportiere nur die Stützen oder ich exportiere nur die Bewährung. Ja, je nachdem, was ich im Projekt zu liefern habe. Okay. Dann würde ich entsprechend wieder an dich übergeben, Felix, dass du uns mal zeigst, was du jetzt mit diesen Änderungen so anstellen kannst. Jo, machen wir. Schauen wir gleich rein. Zunächst einmal ist es so, dass man in Nova AFA zu einem Modell, ich habe ja hier in unserem Beispiel zwei Fachmodelle drin, einmal nämlich für das Gebäude, für den Rohbau und den Ausbau, auf der einen Seite das Allplan Office, und da habe ich ein gesondertes Modell, was aus Allplan ja ausspielbar ist für die Bewährung. Und man kann Fachmodelle aktualisieren, indem man sagt, man möchte eine neue Version importieren. Das habe ich schon gemacht, natürlich in Vorbereitung. Deswegen erkennen wir hier hinten auch, dass bereits zwei Versionen des Modells vorliegen. Wir gucken uns mal an, wie das im Viewer ausschaut. Zunächst einmal lade ich hier das entsprechende Fachmodell in den Viewer rein. Jetzt sehen wir hier auch zur Abwechslung mal, wie so ein Bewährungsmodell dargestellt wird in Nova AFA. Da ist ziemlich viel Stahl drin. Ich zoome mal da ein bisschen ran. Dann erkennt man, wie das so ausschaut und aufgebaut ist. Hier auch ein Beispiel der Stützen, die wir gerade bei Felix gesehen haben. Und um einen Abgleich zu fahren zwischen zwei unterschiedlichen Versionen, habe ich hier im Viewer die Möglichkeit,
zum einen die Modellstruktur nochmal einzublenden und mit deren Hilfe auch ein weiteres Modell in die Ansicht zu laden. Und jetzt holen wir uns nochmal die andere Version hier rein. Und jetzt habe ich übereinander liegend zwei Modelle im Viewer. Man erkennt hier jetzt natürlich erstmal noch keine Unterschiede, weil das viel zu fein und zu granular im Detail ist. Um diese aber zu erkennen, kann ich den Modellvergleich starten in Nova AFA. Dabei bestimme ich erstmal die Richtung, von wo nach wo will ich vergleichen. Hier von der Version 1 jetzt auf die Version 2. Und wir gucken mal an, was gibt es denn an neuen Bauteilen und was gibt es an entfernten Bauteilen und vergleichen. Und wir werden jetzt erkennen, an welchen Bewährungen Felix seine Änderungen vorgenommen hat, nämlich in den Stützen. Das entspricht jetzt ziemlich genau, nein, nicht ziemlich, sondern exakt genau der Darstellung, wie wir sie auch in Altplan haben. Und ich zoome mal ein bisschen an so eine Stütze ran, noch näher. Und da erkennen wir, dass er hier die roten Parts entfernt hat, gelöscht, und die neuen Parts sind grün eingefärbt, das sind die neuen Bauteile. Ich habe also hier in Nova AFA die Möglichkeit, Differenzvergleiche zwischen unterschiedlichen Versionen von Modellen abzusetzen und kann die dann auch, wenn ich möchte, in eine detaillierte Liste, in der ich genau sehe, welcher Parameter hat sich geändert, welche Abmessung hat sich geändert, dann hier ausgeben. Wir wollen jetzt mal gucken, welche Auswirkungen das hat auf unsere Kostenberechnung. Ich habe dazu mal, jetzt springe ich hier direkt auch in den Bereich der Leistungsverzeichnisse, hier mal was vorbereitet, und zwar das ein kleines LV mit Positionen für die Bewährung. Ich öffne das mal. Und jetzt sehen wir, hier gibt es zwei Positionen für den Betonstabstahl der runden Stützen auf der einen und für die eckigen Stützen auf der anderen Seite. Mengen im Moment alle auf Null gesetzt. Diese Positionen haben eine Besonderheit, die natürlich auch alle anderen Positionen in Nova AFA haben können. Sie sind über unseren 3D-Mengen-Konnektor mit Filtern verknüpft und mit entsprechenden Berechnungsansätzen zur Ermittlung der Menge ausgerüstet. Also die Position Beton-Stabstahl-Rund ist verknüpft mit einem dazu passenden Filter, der im Gebäudemodell nur die Bewährung für die runden Stützen filtern wird. Und zur Ermittlung der Menge soll das Gesamtgewicht herangezogen werden für diese Stützenbewährung. Bei der nächsten Position, ich springe dazu mal rüber, ist es so, dass auch hier ein entsprechender Filter für den 3D-Konnektor hinterlegt ist mit wiederum dem Parameter zur Mengenermittlung. Und jetzt kann ich hier über unsere Extras dann sagen, bitte hole doch jetzt für die Position im LV die 3D-Mengen aus dem Modell. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. Das ist dem Umstand geschuldet, dass relativ viele Bauteile hier im Modell drinstecken. Aber jetzt habe ich dann auf einen Schlag, und ich will es dir mal im Mengendetailfenster noch kurz zeigen, hier die ganzen Einzelgewichte der einzelnen Bewährungen für die runden Stützen im Zugriff. Ich will mal Folgendes machen, dass ich über unsere Einstellungen der Spalten jetzt auch noch das Modell mal mit einblende, dann kann man genau sehen, welche Menge kommt denn genau von welchem Bauteil. Und Sie sehen also hier für jedes Bauteil über den Mengenparameter, den ich zur Berechnung herangezogen habe, werden die jeweiligen Einzelergebnisse hier jetzt in Kilo dann aufsummiert für die Gesamtermittlung der Menge der jeweiligen Position. So, wie kommen wir jetzt an die Aktualisierung dran? Nichts leichter als das. Ich schaue einfach mal in den Eigenschaften des LVs, mit welchem Modell es aktuell verknüpft ist. Nämlich hier im Rahmen der Bewährung mit der Version 1. Und das stelle ich jetzt mal um auf die Version 2. Aber bevor ich das mache, werfen wir nochmal einen Blick auf die Kosten. Im Moment, und das wollen wir uns merken, haben wir hier 5.980 Euro. Und wenn wir jetzt umstellen auf die Version 2 des Bewährungsmodells, indem ich hier einfach den entsprechenden Schalter absetze und speichere, jetzt rechnet das System im Hintergrund schon, beziehungsweise schaut in das Modell rein und guckt, welche Informationen dort kodiert sind. Sobald das abgeschlossen ist, kann ich zurück in die LV-Erstellung reinspringen, bin bei meinen Positionen und hole mir jetzt über die 3D-Mengen die neuen Mengen hier ins Leistungsverzeichnis. Diesmal die Mengen aus der Version 2. Das heißt also, dass ich mit Informationen, die ich über die entsprechende Verknüpfung zu 3D-Konnektoren zwischen Positionen und Bauteilen herstelle, jederzeit eine Versionsaktualisierung durchführen kann und somit meine Kosten
bei Fortschreibung des Bauwerksmodells immer auf Stand halte. Ja, so viel dazu. Das war dann ein Teil des Änderungsparts in Nova AFA. Das Gleiche gilt auch für die Kostenplanungen. Und insofern ist man hier, glaube ich, ganz gut gerüstet, was den reellen Prozess betrifft, denn das erste Bauwerksmodell ist niemals das Finale. Ja, soweit von mir. Vielen Dank. Super, danke dir, Felix. Okay, dann kommen wir jetzt noch zu dem letzten Punkt. Allerdings, ich schmeiß noch mal einen Blick hier in den Chat. So wie es aussieht, sind die ganzen Fragen, die eingetrudelt sind, auch schon beantwortet. Ja. Von daher bleibt mir jetzt an der Stelle noch, mich herzlich zu bedanken für Ihre Interesse, für Ihre Zeit. Ja. Und ja, Felix. Ja, ich auch. Ja, freue mich, dass das so gut geklappt hat. Und ja, danke allen, die zugehört und zugeschaut haben. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis: auf afanova.de kann man sich zum kostenfreien Test anmelden. Browser genügt, einfach loslegen und bei Fragen an uns wenden. Bis dahin, danke euch. Super, danke dir. Tschüss. Tschüss.